ein neuer Bullrun und neue Scammer. Möglichkeiten und was ihr machen solltet, dass ihr nicht drauf reinfallt. Aktuell kursiert wieder eine neue Betrugsmasche im Internet und ich möchte euch heute mal ein bisschen aufzeigen, was so die neue Betrugsmasche sein soll, wie die abläuft und auf was ihr wirklich, wirklich achten müsst. Dazu gehen wir einmal hier auf die Seite von Anlagenbetrug.de von der Firma Wehrmann. Die Firma Wehrmann beschäftigt sich damit, Anlagebetrügereien aufzudecken. Und zwar geht das eigentlich ganz einfach los. Ihr habt irgendwo auf irgendeiner Börse etwas liegen. Sagen wir mal Bitcoin. Ganz einfach. Wir lassen es einfach mal alles bei Bitcoin. Weil aktuell ist ja der Hype, wenn der Bullrun wieder startet, relativ hoch um Bitcoin. Also, dann habt ihr irgendwo was liegen. Ihr kriegt eine Mail, sagt crypto.com zum Beispiel oder blockchain.com. Schickt euch eine Mail und sagt, hey, ihr habt so und so viel Ding da liegen, ob ihr das auszahlen möchtet oder. Dann geht ihr drauf, dann bauen die Seite quasi exakt nach und zeigen euch an, hey, pass mal auf deinem Wallet liegen 12 Bitcoin oder 13 oder 20. So, dann denkst du, wow, krass, was für eine Summe, oh ja, das ist 200.000 Dollar oder 300.000 Dollar, ich will dich jetzt auszahlen. Ja, dann wollt ihr auszahlen und dann sagt der Broker oder beziehungsweise die Exchange, in dem Fall, nö, du kriegst kein Geld, dein Konto ist gesperrt. Ja. Dann kommen die her und sagen, alles klar, zahlt mir doch einen gewissen Betrag ein, wieder oder irgendwohin auf irgendeine Wallet-Adresse. Und das soll dann quasi mit der Einzahlung die Sperre aufheben, um eure Bitcoin wieder rauszukriegen. Totaler Quatsch, natürlich. Also ihr müsst da wirklich, wirklich aufpassen. Also wir haben schon Betrug mit Binance, mit Kraken, Crypto.com Betrug. Hier sehen wir es gerade. Hier. Warnsignal, genau, Manipulation. Hinweise, genau. Der Broker zahlt nicht aus, aber verlangt eine weitere Einzahlung. Ein deutliches Indiz für einen Anlagebetrug ist es, wenn Sie als betroffene Person die Ihnen rechtlich zustehende Auszahlung verlangen und diese letztendlich nicht erfolgt, sollte hinzukommen, dass der Broker sogar weiteres Geld von Ihnen verlangt. Das geht nicht, das wird nie einer machen. Wenn ihr was auszahlt oder Coins auf eine andere Wallet transferiert, zahlt ihr maximal Netzwerkgebühren. Ja? Keiner kommt her und sagt, ich will Geld von euch, dass ihr quasi die Coins, die da liegen sollen, vielleicht sind es ja auch eure, ja, das Konto wurde irgendwie gehackt, auszahlen. Und die wollen dann quasi die Coins von euch haben, obwohl da eigentlich vielleicht auch gar nichts ist und die Seite einfach erfunden haben. Sollte in Zukunft, dass ihr Broker sogar weiteres Geld von ihnen verlangt, ist äußerste Vorsicht geboten. Das riecht schon nach Scam Vollgas. Ihr müsst da wirklich aufpassen. Zum Vergleich, eine seriöse Trading-Plattform oder ein vertrauenswürdiger Broker würde sich niemals gegen eine angeforderte Auszahlung sperren. Denn diese echten Anbieter von Anlagemöglichkeiten möchten ihre Kunden zufriedenstellen. Ja, das ist strafbar, wenn die dich sperren. Das geht nicht. Hinweise darauf, dass etwas nicht stimmt. Angebliche Gebühren. Ihr Broker zahlt nicht aus, aber meint, die Auszahlung könnte ermöglicht werden. Ja, natürlich, klar, er könnte ermöglicht werden. Doch zuvor müsste eine Gebühr entrichtet werden. Das ist das, was ich gerade eben gesagt habe. Wenn Sie über diese Gebühr von Anfang an im Unklaren gelassen worden sind, ist diese Aufforderung womöglich rechtswidrig. Ganz klar. Wenn ich irgendwas auszahlen will, kommt die Exchange nicht her und sagt, boah, du musst mir noch ein Bitcoin überweisen, dass du deine 20 Bitcoin runterkriegst. Totaler Schwachsinn. Oder vermeintliche Steuerzahlen. Betrügerische Broker und unsere Trading-Plattformen fordern teilweise unter Verwendung von gefälschten Dokumenten. Und die sind echt gut gefälscht. Ja, da muss man echt aufpassen. Die Zahlung einer ausgedachten Steuer, die es natürlich nicht gibt. Ja, es läuft über das Finanzamt in Deutschland. Ganz einfach. Beispielsweise Geldwäschesteuer. Schwachsinn. Ja, wir müssen unsere Gewinne, die kürzer wie ein Jahr liegen, oder Trading-Gewinne versteuern. Alles, was länger wie ein Jahr liegt, nicht. Spieltransaktionen oder Liquiditätsnachweis. Also das Liquiditätsnachweis kommt ganz oft oder Mittelherkunftsnachweis. Ein Mittelherkunftsnachweis ist einfach nur ein Nachweis, den natürlich verschiedene Exchanges haben möchten. Wenn ihr Geld von einer Exchange auf eine andere überweist und dann in Euro auszahlen wollt, möchte die Exchange einen Mittelherkunftsnachweis. Das heißt, wo kommen die Coins her, wo kommen die Gewinne her und. Könnt ihr ganz leicht belegen, wenn ihr getradet habt, ja, dann einfach eure CSV-Dateien anhängen für die API oder. Das ist kein Ding. Und das kostet kein Geld. Das kostet euch nur Arbeit, aber kein Geld. So. Das heißt,
wenn die einen Liquiditätsnachweis haben wollen oder einen Mittelherkunftsnachweis in Form von 5 Bitcoin. Schwachsinn, Leute, ganz ehrlich. Passt da auf. Ohne Witz. Bei dieser Betrugsmasche teilen die Täter mit, die Auszahlung erfolge nur, wenn zeitgleich eine Einzahlung in gleicher Höhe oder anderen Höhe getätigt würde. Selbstverständlich kommt es zu keinerlei Auszahlung. Der Broker zahlt nicht aus und die Betroffenen haben den persönlichen Vermögensschaden vergrößert. Das heißt, indem ihr nochmal Geld hinsendet und ihr denkt, ja, jetzt schicke ich mal einen Bitcoin hin oder einen Litecoin oder Ethereum, egal was, ja, dass die Auszahlung von den weit höheren Betrag funktionieren könnte. Nein, niemals. Bitte, bitte, bitte. Ganz, ganz wichtig. Wie gelingt es dem betrügerischen Brokern, Broker, das hilft mir, passt gar nicht zu Krypto, die Betrugsopfer dermaßen zu täuschen? Ja, klar. Die machen Werbeschaltungen, die machen E-Mails, die machen Phishing-Mails und. Ja, genau das gleiche. Broker, Exchange zahlt nicht aus und meldet sich plötzlich nicht mehr. Also Nummer 20, nein, sollte der Umstand gedeutet werden, dass sich ein Broker oder Exchange von heute auf morgen nicht mehr meldet. Denn immerhin geht es um reale Vermögenswerte, die bei einer Person oder einer Trading-Plattform anvertraut sind. Reale Vermögenswerte, genau das gleiche, jede Kryptowährung. Ja, welche Rolle spielen Kryptowährungen genau? Unschuldslämmer, naja, also was tun? Natürlich kein Geld überweisen, ganz klar. Dann, was als nächstes kommt, das ist auch so eine krasse Sache. Es gibt wirklich Leute dann, die kommen auf euch zu und sagen, ja, guck mal, wir helfen dir dabei bei der Auszahlung von deinen Coins. Die kommen dann rein über TeamViewer, Anydesk oder irgendwas anderes und gucken mit dir auf den PC. Dann sagen die, ja, machen Sie das, machen Sie das, machen Sie das, laden Sie eine MetaMask Wallet runter. Beziehungsweise gehen Sie auf MetaMask, machen Sie eine neue Wallet. Die gucken damit drauf, währenddessen. Und wenn die eine neue Wallet machen, was kommen dann? Unsere Seed Phrase, unsere Passwörter, unsere 12 Wörter oder 24 Wörter, die ihr mit niemandem teilen solltet. Niemandem, nicht mal der Hund. Niemand. Ja? So. Und die sind immer noch aufgeschaltet auf euch. Die sind beim TeamViewer dabei, die sind mit Anydesk oder sonstigen Sachen, die es mittlerweile gibt, wo wir einfach remuten können, gucken die mit drauf. Und dann kommen deine Seed Phrase, deine Passwörter und die schreiben die mit. Ja, super. Dann zahlst du irgendwo Geld ein, auf Crypto.com, auf Blockchain.com und. Euro. Überweist die Euro, wie die es gesagt haben, an diese MetaMask-Wallet oder irgendeine andere Wallet, ein Trust-Wallet, egal was es sein sollte. Und die haben die Seed-Phrase. Du überweist dieses Geld dahin und die sehen, dass der Geldeingang kommt und innerhalb von Sekunden transferieren die, weil die gleiche Seed-Phrase haben, also die gleichen Passwörter wie du, haben die das Wallet irgendwo importiert und ziehen die Coins sofort ab. Und dann sind die weg auf irgendeine Wallet. Und du weißt nicht, wem die Wallet gehört. Die Coins sind weg, für immer verschwunden. Kann sein, die schieben die ein paar Mal hin und her, schicken sie irgendwann zu einer Exchange, verkaufen die in USDT und kaufen was anderes und somit wird Geldwäsche betrieben. Und dein Geld ist natürlich futsch. Und wenn da einer herkommt und sagt, ich zahle dir 20 Bitcoin aus, aber ist eine Sperre drin, überweist mir doch erstmal 0,5 oder 1 oder 3 Bitcoin, dann ja, kann was nicht stimmen, Leute. Dann kann wirklich was nicht stimmen. Ganz, ganz wichtig, lasst niemals, niemals wird irgendeine Exchange hergehen und euch auffordern, über Anydesk oder TeamViewer oder sonst irgendwas Hilfe zu halten. Niemals. Das wird keiner machen, das geht nicht. Es werden Tickets geschrieben, es werden E-Mails geschrieben, ja, vielleicht noch ein Screenshot hin und her geschrieben, aber das war's. Es wird keiner auffordern, euch über Videotelefonie oder sonst irgendwas euch zu helfen. Niemals, das macht keiner. Wenn wir das untereinander machen, ist das kein Thema. Oder von Firma zu Firma, auch kein Thema. Aber nicht, dass irgendeine Exchange herkommt und euch per Videotelefonie oder über Anydesk oder TeamViewer oder andere Remote-Sachen euch helfen will, eine Wallet zu installieren. Und da müssen alle Alarmglocken angehen. Wirklich alle. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit dieser Seite. Also gibt es noch verschiedene Warnlisten. Es gibt verschiedene Beiträge über Anlagebetrug, Festgeldbetrug, Kryptobetrug, Crypto-Tracing, was man machen kann. Und. Also die Seite ist sehr, sehr informativ. Schaut euch das mal an. Trust Wallet Betrug gibt es auch zum Beispiel. Atomic Wallet Betrug und. Plötzlich Geld weg. Ja, entweder gehackt worden, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, oder irgendwo mit einem Connecten, wie soll ich sagen, eine Wallet Connect von einer DEX angeschlossen auf die Trust Wallet und dann irgendwo die Seed Phrase eingegeben. Den Fehler machen auch viele. Die wollen irgendwelche Coins kaufen, transferieren und auf irgendwelche DEX, also dezentrale Exchanges.
Und Small kommt an der Seite, ja, geben Sie Ihre 12 Passwörter ein. Und dann muss schon klingeln. Da musst du sagen, okay, alles klar, raus, 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 zurück, irgendwas passt hier nicht. Und dann muss ich abwarten. Es gab damals die Uniswap oder Pancakes, nee, Uniswap war es, glaube ich, ja, genau. Uniswap-Betrug, wo auch dann direkt von einer Wallet weitergeleitet wurde. Da wurde die Seite zwischengeschoben und man sollte die Seedphrase rausgeben und eingeben, dass man Transaktionen durchführen kann. Und die hat dann natürlich irgendjemand anders und irgendjemand räumt eure Wallets leer. Also, sehr, sehr krass wieder gerade und es wird immer verzwickter. Es wird echt immer, also die Sachen werden immer schlimmer und ihr müsst so aufpassen. Also nochmal, wie gesagt, niemand, nicht mal die eigene Mutter, kriegt die Seedphrase, die 12 Passwörter. Niemand. Es darf keiner zusehen, wenn er die aufschreibt. Am besten schreiben, nicht kein Screenshot. Ich habe schon mal gesagt, irgendwo im Video, kein Screenshot, kein Bild machen, gar nichts. Handschriftlich aufschreiben. Am besten irgendwelche Schlagzahlen nehmen und den Tresor klopfen. Ja. Nicht irgendwo auf irgendeinem Handy oder Computer oder sonst irgendwas die Dinge abspeichern und rumliegen lassen. Niemals. Also, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, kein Thema. Ich tue die Internetseite auf jeden Fall mit unten rein in die Videobeschreibung. Und wenn ihr was habt, scheut euch nicht. Wenn irgendwas sein sollte, ihr braucht Hilfe, scheut euch nicht, euch an uns zu wenden. Und wir helfen euch da gerne, gar kein Problem. In diesem Sinne, Happy Bull Run, wenn es soweit ist. Schönes Wochenende. Ciao. Thank you.